Vielleicht das Rohr? Können wir an dem Rohr irgendwas schweißen? Oh weh. Okay, das ist ein längerer Marsch. Warte mal. Wupp. So, und jetzt lass mal hier vielleicht an dem Rohr. Das sitzt auch so schon fest genug. Okay, wir müssen ja, dass es hier einfüllt in den Schornstein. Darüber lassen sich die Oder mit je nach... Genau. Dorfzentrum Wenzelshaus. Können wir in Wenzelshaus irgendwas schweißen? Badezimmer, den Ofen mit dem Schweißgerät anstecken vielleicht? Das sitzt auch so schon fest. Also irgendwas, was locker ist, was wir festmachen müssen. Vielleicht können wir jetzt hier die Löcher, die wir gebohrt haben, einfach wieder zuschweißen. Aber nee, das können wir nicht mehr benutzen, ne? Können wir Toni einfach zuschweißen? Was hast du da? Reicht es dir etwa noch nicht, mein Haus mit deinem Müll vollzustopfen? Musst du ihn jetzt auch noch an meinen Arbeitsplatz schleppen? Eigentlich wollte ich dir eine kleine Freude machen. Dann stirb einen schnellen Unfall tot. Oh Mann! Böses Ding. Die Stange, was hat das mit der Stange? Das sitzt auch so schon fest genug. Was hat das mit der Stange? Hier mal der Käfig von Tonis Wellensittich. Aber auch er hat es nicht lange mit dir ausgehalten und ist ist doch egal nach dem... Also meine... Das kennen wir ja schon, der mit Progerie infizierte Wellensittich. Vielleicht können wir ihr den Papagei schenken. Können wir den Papagei einfach mitnehmen? Ne, mit dem können wir nur noch sprechen, er hat Hunger. Also wenn wir dem Papagei was zu essen geben, dann kommt er vielleicht mit. Können wir dem so eine Spritze geben? Ich quäle keine Tiere und im Gegenzug helfen sie mir dankbar bei meinen Experimenten. Ja, das ist natürlich super. So, da haben wir ja auch nur noch hier das Sprengsignal und Hanek. Können wir Hanek die Spritze geben? Ach, witzig. Ich habe genau so ein Ding vorhin im Schrott gefunden. Haha, witzig, genau. Es ist ja nicht so, als hätte ich Ewigkeiten danach gesucht oder so. Das wäre ja auch schön dämlich. Die Teile findet man doch überall. Vielleicht können wir ihm den roten Vorhang geben. Ach, witzig. Ich habe genau so ein... Es ist ja... Die Teile... Okay. Duftballon mit Lachgas. Ach, ich hab... Es... Die Teile... Nee. Vielleicht will er das Handschweißgerät haben? Das ist ein Handschweißgerät. Damit kannst du Gegenstände zusammenschweißen. Aber vergiss nicht, eine Schutzmaske zu tragen. Vielen Dank für den Input. Aber ich weiß, wie ein Schweißgerät funktioniert. Na dann. Schutzmaske. So ein Amateur. Alter. Ach, vielleicht kann er den Dietrich gebrauchen. Ach, witzig. Ich hab... Es die Teil... Findet man noch überall. Okay, Lonzos Kneipe nochmal luren. Ah, hier können wir mit dem Schild... Das Schild mitnehmen. Aha. Okay. So, dann haben wir hier nur noch die Espresso-Maschine. Jetzt ist nur die Frage, was wir mit dem Schild mit der Kuh veranstalten wollen. Oh, warte mal, da habe ich eine Idee. Ne? Ne, das geht nicht, leider. Flörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Na, von wegen. Zum Glück bin ich immun gegen Werbung. So, und jetzt ein Steak. Es ist so geil. So, nur wie kriegen wir das hier? Notrufsäule ins Rathaus zu Tonis Land. Vielleicht können wir hier irgendwie das Schild hier mit Plorre dranhängen. Dieses Schild hat mehr... Ich meine, es... Und sie trinkt. Hehe. Durch das Fenster könnte ich Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Aber da draußen ist niemand. Ich könnte Leute treffen, ohne gesehen zu werden. Von wegen Arbeit, das kann ich... Vielleicht können wir sie jetzt mit der Spritze bewerfen. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Ohne Zielhilfe... Ich kann auch das Schild einfach. Ich kann Toni doch nicht ein ohne ziehen. Das würde sie. Okay, wir können also theoretisch. Was haben wir hier hinten? Ah!
Hallo. Gucken, was da mit dem Stier passiert. Ah, aha. Eine brillante Idee, Rufus. Was könnte einem einsamen Stier besser gefallen als ein gut gekühltes Glas Plörre? Okay, daneben die Kuh. Hauptsache, es hat funktioniert. Okay. Freigegeben ab schon die Stier. Nur was ich habe Tonis Lachen immer noch im Ohr. Ich werde nie wieder versuchen, auf einem verliebten Stier zu reiten. Das ist unter meinem Niveau. Okay. Das heißt, können wir den Schlauch... Nee. Okay, wir müssen jetzt irgendwas mit dem Stier machen. Vielleicht jetzt den roten Vorhang. Toro! Hepa! Toro! Hepa! Nee, ja, ist gut. Die Spritze in den Stier. Ich weiß immer noch nicht, was wir mit dem... Das Blut eines verliebten Stieres wäre wohl eher die... Ich will aber Espresso für... Das Blut eines wütenden Stiers braucht man für Espresso? Niemals. Und Toni wird es nicht noch einmal... Ich kann mal den... Toro! Er hat nur noch Augen für die Kuh. Vielleicht können wir jetzt einfach hier den roten Vorhang... Das etwa wütend? Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt. Alter, oder was das auch immer für eine Flüssigkeit ist, die da durch die Schläuche gepumpt wird. Wie geil ist das denn? Alter. Ja, komm, gib her die Brühe. Einen zornigen Stier Blut abzapfen? Kinderspiel. Alter. Alter! Jetzt kriegen wir bestimmt den Schlüssel für den... Stierblut? Check. Okay, jetzt sind wir zwar immer noch nicht weiter. Spritze mit Taurin. Ist der Hammer, ey. So. Freigegeben ab der Blutmodus. Immer noch unter meinem Niveau, aber wenigstens sind die Taurin-Tanks jetzt auf. Alter. Ich liebe dieses Spiel. Warum habe ich das nicht schon eher gespielt? Das gibt's ja nicht. So, jetzt können wir vielleicht hier die Plörre ablassen. Das Taurin auch noch in den Tank. Ich habe mal gehört, dass Stierblut den Geist belebt. Bevor es in den Tank darf, muss es allerdings noch fertig gemischt werden. Ah, okay. Also wir brauchen Stierblut. Wir brauchen erstmal einen Behälter. Vielleicht kann uns Lonzo einen Behälter geben. Was soll ich noch gleich machen? Es steht alles in dem Rezept. Besorg die Sachen und komm wieder zurück. Ich präpariere derweil die Espresso-Maschine. Alles klar. Wegen des Pulvers, wegen des Wassers. Du wirst nicht glauben, was ich erlebt habe. Okay. Ich geh dann mal. Zutat, mach das. Okay. Mit dem Dartpfeil können wir jetzt irgendwie... gar nichts veranstalten. Von den Ballons haben wir wahrscheinlich noch so lange welche, bis wir das Rätsel hier um Menzels Haus geklärt haben. Also müssen wir... irgendwie müssen wir Wenzel... Das gibt's noch nicht. Hahn des Wassertanks. So. Notrufsäule. Das müssen wir irgendwie aufkriegen. Dafür brauchen wir den Haken. Wir müssen jetzt irgendwie... Scheibenkleister. Also irgendwie hänge ich gerade ein bisschen fest. Lass mal ins Rathaus gehen. Vielleicht. Aber auch nur vielleicht. Können wir hier irgendwie... Öffnungszeiten. Lotti, wir gehen mal zum Sitzungssaal. Das ist nur noch ein Kartontürknopf und der Gizmo. Da liegt Goal. Der wird Dr. uns... Gizmo? Was denn jetzt noch? Boah, warten Sie, helfen Sie, ich will einen Notfall melden. Ich will einen Notfall melden. Ich höre... Feuer. Feuer! Unmöglich! Das hätte meine Brandschutzsensorik schon längst detektiert. Sie haben eine eigene Brandschutzsensorik? Ja, die wurde nötig, als du 8 wurdest. Das war mein letzter Geburtstag mit Dad zusammen. Es gab einen Kuchen. Und ich glaube, ich erinnere mich sogar an ein Feuerwerk. Ich mich auch. Unglaublich, was 8 Kerzen alles anrichten können. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken. Ich habe da dieses Zwicken im Rücken.
Ich empfehle Bettruhe. Also, verschwinde. Doch kein Notfall. Aus deinem Munde klingt das fast so schön, um wahr zu sein. Danke fürs Gespräch. Nichts zu danken. Wirklich gar nichts. Okay, da kommen wir nicht weiter. Hier müssen wir eine Uhr irgendwie einbauen. Die Post öffnet wieder um Uhr. Um Uhr? Um welche Uhr denn? Hier fehlt doch was. Also wir brauchen irgendwie eine Uhr. Wir müssen uns irgendwie verletzen. Oder Toni irgendwie einschläfern. Und das geht nur durchs Fenster mit einer Zielsensorik. Vielleicht können wir jetzt unser getreues Fernrohr abholen. Gucken, ob das geht. Das hätte ich jetzt noch im... Alle haben so diese geilen Mäntel. Nur der von Rufus ist ein bisschen... naja. So, alte Fluchtpläne. Hier das Fernrohr. Vielleicht können wir das mitnehmen. Es läuft doch immer nur Müll im Fernsehen. Genau. Aber das sieht nicht so aus. Wir können das mit dem Handschweißgerät vielleicht irgendwie... Das wird den Ausblick auch nicht verbessern. Okay, den Seitenschneider und das Ganze können wir auch nicht mehr mitnehmen. Wir müssen irgendwie an die Hausapotheke ran. Die Hausapotheke hat mir schon oft das Leben gerettet. Aber seit ich neulich versucht habe, einen schrapnellbetriebenen Düsenantrieb zu bauen, sind die Pflaster alle. Jetzt ist da nur noch Tonis Beruhigungsmittel drin. Genau, und das brauchen wir. Ach, und das geht nicht mit dem Dietrich? Gott sei Dank bin ich ein geschickter Schlösserknacker. Was? Ist das über... Also den Schlüssel für die Hausapotheke gibt sie nur, wenn wir uns verletzen. Ich komme immer noch nicht drauf klar, wie wir hier mit dem Schornstein weiterverfahren sollen. Wir brauchen wahrscheinlich den Haken. Und den Haken kriegen wir nur, wenn Toni beruhigt ist. Toni kriegen wir nur beruhigt, wenn wir selbst verletzt sind. Weil wir anders nicht den Schlüssel fürs Beruhigungsmittel kriegen. Den Schlüssel für... Genau, also irgendwie muss man sich doch hier verletzen. Ich bin so verletzt. Vielleicht können wir nochmal nachfragen. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Oh, die ist so eine typische Ex-Freundin. Das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Okay, so. Puh, ja. Ah, warte mal, können wir den... Dumme Frage, Wenzel hat eine Schutzklappe auf seinen Schornstein montiert. Die können wir aber nicht schweißen. Ich komme gerade nicht weiter. Wir müssen wahrscheinlich irgendwas... Puh, also hier unten im Keller passiert nichts mehr. So wie wir das Waschbecken anschmeißen. Und das passiert... Dann läuft da unten auf jeden Fall Wasser im Keller. Oder können wir da vielleicht einen Dartpfeil reinstecken? Ich weiß es nicht. Geht der Dartpfeil da rein? Nee, ach nee, haben wir ja probiert, ne? Geht gar nichts. Bin ich jetzt gerade etwas... Sag dich noch, die Rätsel sind leicht? Gerade mal, also... Das ist schon mal richtig. Und da muss dann der Haken dran, damit das offen bleibt. Das ist auch soweit klar. Und jetzt ist nur die Frage, wie man sich am besten verletzt. Vielleicht nochmal den Stier benutzen. Die Säure anfassen. Das sollte ich mitnehmen. Aber nicht mit bloßen Händen. Er hat eine sehr hohe Verletzungstoleranz, unser guter Rufus. Das kann ich schon mal so feststellen. Vielleicht nochmal damit fahren. Nochmal. Okay. Tja, ein geübter Matador wie ich weiß halt, wie er das Blut eines Stieres zum Kochen bringt.
Und hep, gleich nochmal. Gleich nochmal. Okay, da passiert nichts mehr. Was ist denn das? Die Truck-Tür, der Hebel, Windschutzscheibe, Säure. Da haben wir alles geklärt.